Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir versuchen, gemeinsam einen offiziellen Brief zu schreiben. Und zwar eine Kündigung des Mietvertrags. Ich habe bereits einen Brief für euch vorbereitet und wir werden versuchen, gemeinsam diesen zu vervollständigen und zu verbessern. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Und bevor wir mit dem eigentlichen Schreiben beginnen, müssen wir unbedingt klären, was noch zu einem formellen Brief unbedingt gehört. Und das ist auf jeden Fall der sogenannte Briefkopf. Was ist ein Briefkopf? Das ist sozusagen ein Teil des Schreibens oben, auf dem die ganzen Informationen über den Absender und den Empfänger stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, sodass man weiß, wer sich an wen wendet. Und wie sieht dieser Briefkopf aus? Das schauen wir uns jetzt an. Am Anfang, also oben links, steht der Briefkopf. Das heißt zunächst dein Name, also dein Vor- und Nachname, zum Beispiel Lehrer Deutsch oder so etwas. Danach deine Adresse. Also zunächst die Straße, zum Beispiel Lehrerstraße 22 und dann die Postleitzahl vom Ort, wo du wohnst, zum Beispiel 15557 und dann der Ort, also Lehrerhausen oder so etwas. Genau, das sind sozusagen die grundlegenden Sachen über dich, die draufstehen müssen. Und parallel dazu, das hast du links geschrieben, parallel dazu sollen noch deine Kontaktdaten stehen, unbedingt. Und zwar reicht meistens einfach deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse. Genau. Und dann machst du so ein paar Leerzeichen praktisch und schreibst parallel dazu die Daten des Empfängers. Wer ist der Empfänger? Der Empfänger ist derjenige, der deinen Brief erhalten soll, empfangen soll. Also derjenige, an den du dich wendest in diesem Brief. Wir wollen diesmal eine Kündigung schreiben und somit haben wir praktisch so eine Wohnungsverwaltung oder so etwas. Ja, deswegen schreiben wir dann Wohnungsverwaltung XY GmbH. Danach kannst du auch einen Ansprechpartner direkt draufschreiben, wenn du so einen hast. Vielleicht hast du schon mit jemandem dort zu tun gehabt und kennst eine Person, dann kannst du auch schreiben, zum Beispiel Herrn Tobias Mustermann oder so. Muss aber nicht sein. Ja, wenn du dort niemanden kennst und einfach so schickst, dann muss kein Name draufstehen. Danach natürlich wieder die Straße, also zum Beispiel Musterstraße 1 und dann die Postleitzahl und Ort. Ja, und somit sind wir schon fertig mit dem Briefkopf, mit diesem offiziellen Teil am Anfang, der einfach da sein muss. Und dann müssen wir noch den sogenannten Betreff einführen. Was ist sozusagen der Betreff? Das ist wie bei einer E-Mail, ne? Oben Betreff, das ist das Thema. Also das ist der Anlass, warum du diese Person überhaupt anschreibst. Was möchtest du eigentlich? So ganz, ganz grob zusammengefasst. Und in unserem Fall ist es einfach die Kündigung der Wohnung. Also schreibt man möglichst genau, zum Beispiel Kündigung des Mietvertrags betreffend der Wohnung, Lehrerstraße 22, 15557, Lehrerhausen. Das muss wirklich genau sein. Du verstehst, glaube ich, solche Wohnverwaltungen und so weiter haben unglaublich viele Wohnungen, haben also viele Mietobjekte. Und deswegen ist es sinnvoll, sich möglichst genau auszudrücken, damit sie auch das ganz schnell zuordnen können und dein Brief nicht verloren geht. Ja. Und jetzt schauen wir uns genau das Schreiben an. Ich werde es dir vorlesen und danach wollen wir es zusammen ein bisschen verbessern und vervollständigen.
Sehr geehrter Herr Mustermann, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich meine Wohnung zum 30.08.2022 kündige. Dies tue ich, weil meine Beschwerden darüber, dass sich der Schimmel in der Wohnung weiter ausbreitet, ohne jegliche Reaktion geblieben sind. Der Vermieter muss solche Probleme lösen, da sie ein unmittelbares Risiko für die Gesundheit der Mieter darstellen. Ich widerrufe auch mein SEPA-Lastschriftmandat, das ich zum Einzug der Miete erteilt habe. Bestätigen Sie bitte schriftlich den Erhalt dieses Kündigungsschreibens und geben Sie mir einen Termin zur Übergabe der Wohnung. Wenn in der Zwischenzeit neue Interessenten die Wohnung besichtigen möchten, geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Meine neue Adresse ist Lehrerstraße 18, 15156 Lehrerhausen. Schicken Sie bitte die Nebenkostenabrechnung an die oben genannte Adresse. Die Kaution überweisen Sie bitte an das Konto, von dem die Miete abgezogen wird. Mit freundlichen Grüßen, Lehrer Deutsch. So, und jetzt schauen wir auf dieses Schreiben. Tatsächlich ist dieses Schreiben vollkommen in Ordnung, was die Grammatik angeht. Wir beschäftigen uns also nur oder quasi nur mit dem Ausdruck und schauen, was man noch besser machen könnte, wie man diesen Brief sozusagen noch offizieller klingen lassen kann. Und zwar nehmen wir dafür den ersten Satz. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich meine Wohnung zum 31.08.2022 kündige. Ja, dieser Satz ist vollkommen in Ordnung, aber wir können den noch besser schreiben. Und zwar gibt es ein sehr schönes Wort, das man in allen Schreiben benutzen kann, in denen man so eine neue Nachricht verkündet oder etwas Neues mitteilt. Und da oder beziehungsweise dieses Wort hat genau diese Bedeutung. Ich möchte Ihnen etwas sagen mit diesem Schreiben. Und das ist das Wort hiermit. Und somit können wir schreiben, hiermit kündige ich die Wohnung in der Straße sowieso zum 31.08.22. Wie du siehst, habe ich hier nicht nur hiermit benutzt, sondern tatsächlich auch geschrieben, die Wohnung in der Straße sowieso, dann Postleitzahl und Ort. Warum? In solchen offiziellen Schreiben ist es immer besser, möglichst genau zu sein. Also du hast ein bestimmtes Mietobjekt und das solltest du bitte auch so schreiben. Das ist ja nicht deine Wohnung in dem Sinne, sondern tatsächlich ein Mietobjekt und du beschreibst es. Genau. Alternativ kann man hier zum Beispiel auch schreiben, hiermit kündige ich das mit Ihnen bestehende Mietverhältnis für die Wohnung in der Straße sowieso, Postleitzahl, Ort unter Einhaltung der gesetzlichen / vertraglichen Kündigungsfrist zum 31.08.22. Hier ist es auch so ein bisschen noch offizieller. Wir haben das Wort das Mietverhältnis benutzt. Was ist ein Mietverhältnis? Ein Mietverhältnis ist praktisch das, was im Mietvertrag steht. Also, dass du jetzt sozusagen diese Wohnung benutzen darfst. Und alles, was da noch steht, wie und wann und so weiter. Und dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass ich diese Konstruktion benutzt habe, unter Einhaltung der gesetzlichen, vertraglichen Kündigungsfrist. Was ist das? In Deutschland gilt immer diese gesetzliche Kündigungsfrist und sie ist 3 Monate. Ich schreibe dieses Schreiben jetzt am 1. Juni und tatsächlich habe ich ungefähr bis zum 3. Juni bzw. bis zum 3. Werktag im Juni noch Zeit, dieses Schreiben einzureichen, damit meine Kündigung bis zum 31.08. auch tatsächlich funktionieren kann. Wenn ich mein Schreiben aber erst am 6. oder am 12. abschicke, dann funktioniert es nicht mehr, dann wird meine Kündigung erst zum 30.09. möglich sein. Das sollte man sehr, sehr gut verstehen bzw. sich merken, weil man sonst dann 2 Mieten zum Beispiel zahlen muss, wenn man das vergessen hat.
Genau, und deswegen habe ich gesagt, unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Wie du auch gesehen hast, habe ich auch vertraglichen geschrieben. Das kann man auch schreiben, wenn in deinem Vertrag eine andere Kündigungsfrist steht. Meistens quasi eine kürzere. Das kann nur dann sein, wenn deine Wohnung sehr begehrt ist. Also wenn du zum Beispiel in einer ganz, ganz coolen vielleicht Wohnung lebst, die auch vielleicht möbliert ist und was weiß ich. Und da kann manchmal stehen im Vertrag schon Kündigungsfrist ein Monat. Das ist natürlich sehr nett vom Vermieter. Das haben nicht alle, aber manche haben das. Dann kann man schreiben unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist und nicht der gesetzlichen von 3 Monaten. Gut, gehen wir weiter. Dies tue ich, weil meine Beschwerden darüber, dass sich der Schimmel in der Wohnung weiter ausbreitet, ohne jegliche Reaktion geblieben sind. Ja, das ist wieder ein Satz, der vollkommen in Ordnung ist, was die Grammatik angeht. Und an der Stelle machst du sozusagen deutlich oder gibst du bekannt praktisch, warum du die Wohnung kündigst. Hier sollte man vielleicht erwähnen, dass man das gar nicht muss. Man muss sich nicht rechtfertigen. Man muss gar nicht sagen, warum man die Wohnung kündigt. Aber man kann es tun, wenn man vielleicht auf etwas hinweisen möchte. Vielleicht auf bestimmte Probleme wie hier oder auf bestimmte Kommunikationsschwierigkeiten wie hier auch offensichtlich. Dann kann man es natürlich tun. Was ist hier aber nicht ganz so gut gelungen? Dies tue ich. Das Verb tun ist ein Verb, das wirklich so ganz, ganz typisch für die gesprochene Sprache ist. Und das tatsächlich nichts in der Schriftsprache zu suchen hat. Tun, machen, solche Sachen sind für das Gesprochene, für die gesprochene Sprache. Deswegen versuche sie zu vermeiden in solchen Schreiben. Ja, dann hast du hier 2 Nebensätze mit weil und mit das. Und das ist schon oder das sollte für dich schon so ein Signal sein, das ist nicht schön. Also 2 Nebensätze in einem, vor allem nacheinander folgend, kann man bestimmt besser machen. Genau, das schauen wir uns gleich mal an. Und übrigens, du hast hier auch das Wort Schimmel. Ich hoffe, du weißt, was es ist. Ich zeige dir hier ein Foto. Der Schimmel entsteht meistens aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Und ist sehr, sehr schädlich, wenn man das einatmet. Genau, also schädlich für die Gesundheit. Also schauen wir, wie ich das umgeschrieben habe. Nunmehr setze ich Sie über den Grund meiner Kündigung in Kenntnis. Auf die von mir eingereichten Beschwerden bezüglich des sich stetig weiter ausbreitenden Schimmels ist Ihrerseits bisher keinerlei Reaktion erfolgt. Also, der Satz ist ein bisschen länger geworden, wie du siehst. Warum? Erstens habe ich hier einen Konnektor benutzt. Konnektor, was sind Konnektoren? Das sind solche Verbindungswörter, wie zum Beispiel außerdem, zudem, darüber hinaus, hier habe ich nunmehr, deswegen und so weiter. Genau, nunmehr zeigt sozusagen, jetzt möchte ich etwas anderes sagen. Ich habe gesagt, ich kündige und nun kommt noch etwas. Also nunmehr setze ich Sie über den Grund meiner Kündigung in Kenntnis. Ich habe hier also auch eine Nomen-Verb-Verbindung benutzt, jemanden über etwas in Kenntnis setzen. Ich habe es schon mal erwähnt, Nomen-Verb-Verbindungen klingen immer sehr schön offiziell und sind typisch für die Schriftsprache. Also kannst du dir gerne merken. Danach habe ich einen Doppelpunkt gesetzt. Das ist im Deutschen häufig möglich, wenn wir etwas Neues einführen, aber keinen Nebensatz benutzen möchten. Dann setzt man einfach einen Doppelpunkt und schreibt quasi groß, also einen ganz normalen neuen Satz. Ja, und danach, wie du siehst, habe ich auf die von mir eingereichten Beschwerden bezüglich des sich stetig weiter ausbreitenden Schimmels. Hier habe ich das Partizip 1 benutzt. Was ist das? Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das kannst du dir hier gerne anschauen.
Also der Schimmel, der sich stetig weiter ausbreitet, ist der sich stetig weiter ausbreitende Schimmel. Das kann man im Deutschen so machen und dadurch erspart man sich tatsächlich diese ganzen Nebensätze. Und es wirkt auch kompakter, also nicht so viele Informationen, nicht so viele Nebensätze, die sozusagen diesen Flow des Lesens stören. Genau, deswegen merkt ihr das gut. In solchen Schreiben benutzen wir sehr gerne Partizipien. Also praktisch war es das schon. Mehr habe ich gar nicht verändert. Ne, ein bisschen die Struktur hat sich dadurch verändert, aber es ist nicht schlimm. Und dann schauen wir auf den nächsten Satz. Der Vermieter muss solche Probleme lösen, da sie ein unmittelbares Risiko für die Gesundheit der Mieter darstellen. Ja. Dieser Satz ist auch eigentlich in Ordnung. Ich habe hier nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel, der Vermieter muss solche Probleme lösen. Ja, ist in Ordnung, aber ist es wirklich ein Problem? Vielleicht sieht das der Vermieter ganz anders. Ja, also Problem klingt für mich persönlich in dem Fall ein bisschen zu weich. Fast schon so, ja, es gibt ein Problemchen, aber ja, deswegen habe ich das als Schaden bezeichnet. Also Schimmel ist eigentlich ein Schaden für die Gesundheit. Tatsächlich, ne? Also wenn man so lange in so einer Wohnung lebt und das einatmet und die Kinder das vielleicht auch einatmen, ist das sehr, sehr schädlich. Deswegen habe ich geschrieben, der Vermieter ist dazu verpflichtet, solche Schäden zu beheben, da sie ein unmittelbares Risiko für die Gesundheit der Mieter darstellen. Also solche Schäden zu beheben. Schäden beheben wir. Und dann hast du davor geschrieben, der Vermieter muss solche Probleme lösen. Wenn wir so offiziell schreiben, ist es auch typisch, solche Umschreibungen der Modalverben zu benutzen. Zum Beispiel wie ich hier, müssen können wir durch verpflichtend sein ersetzen. Genau. Ja, somit haben wir einen ganz schönen Abschnitt, der ein bisschen sozusagen anders wirkt, würde ich sagen, und der auch im offiziellen Kontext passender ist. Wir schauen auch auf den nächsten Satz. Ich widerrufe auch mein SEPA-Lastschriftmandat, das ich zum Einzug der Miete erteilt habe. Dieser Satz ist wieder nahezu perfekt, also was die Grammatik angeht und generell, aber wir wollen den ein bisschen offizieller bzw. auch ausdrucksstärker machen. Hier hast du den Satz mit ich begonnen. Im offiziellen Kontext ist es normalerweise nicht erwünscht. Es ist immer besser, entweder mit einem Objekt den Satz zu beginnen oder zum Beispiel mit einem Konnektor, wie gesagt, oder mit etwas anderem. Klar, manchmal geht's nicht und wir müssen das Subjekt benutzen, aber sehr schön ist es, wenn man auch einen Konnektor oder etwas anderes benutzt. Ja, und du hast ja hier auch. Auch ist auch typisch gesprochene Sprache. Wir haben in der geschriebenen Sprache im offiziellen Kontext viele Alternativen. Zum Beispiel habe ich mir hier überlegt, was man nehmen kann. Ich habe darüber hinaus genommen. Du kannst aber auch zum Beispiel außerdem, zudem solche Sachen benutzen. Ja? Oder sogar es sei noch erwähnt oder hinzugefügt und so etwas. Damit es einfach offizieller klingt und auch nicht mit dem Subjekt beginnt. Und dann haben wir hier das Wort SEPA-Lastschriftmandat. Vielleicht kennt das nicht jeder. Das ist sozusagen diese Erlaubnis von einer Person, dass bestimmte, zum Beispiel Organisationen oder wie hier Hausverwaltung, die Miete vom Konto selbst abziehen darf. Also abbuchen darf. Ich mache das dann nicht selbst, sondern sie ziehen das von meinem Konto ab mit meiner Erlaubnis. Das muss man nicht machen. Also manche machen das, manche überweisen die Miete jeden Monat selbst. Das ist häufig einem überlassen, würde ich sagen. Aber wenn man das erteilt hat, dann kann man das natürlich auch widerrufen. Genau, und ja, praktisch haben wir das schon. Wir haben hier auch einen Nebensatz. Du weißt bereits, wie wir das umschreiben können. Ich habe es also folgendermaßen.
geschrieben. Darüber hinaus ziehe ich das von mir zum Einzug der Mieter erteilte Lastschriftmandat vom Konto mit der IBAN.de sowieso zum Ende des Mietverhältnisses zurück. Ja, dieser Satz ist jetzt ein bisschen länger, ist aber deutlich genauer und präziser. Erstens haben wir einen Konnektor benutzt, das haben wir schon gesagt, ne, darüber hinaus. Dann habe ich ein anderes Verb benutzt, zurückziehen. Ja, du kannst auch trotzdem widerrufen benutzen. Widerrufen fand ich ein bisschen ungünstig, weil wir normalerweise in diesem Moment etwas widerrufen. Ne? Und in dem Fall geht es ja um das Ende des Mitverhältnisses. Was heißt das? Also, du quasi versuchst, das zu beenden, aber eigentlich erst in 3 Monaten, wenn dein Mietvertrag endet. Ja? Und deswegen finde ich zurückziehen ein bisschen günstiger und dann auch noch dazu schreiben zum Ende des Mietverhältnisses, wie ich es auch getan habe. Und dann haben wir auch noch genauer hingeschrieben, nicht einfach quasi, ja, ich widerrufe es, sondern wirklich auch meine IBAN, mein Konto. Wie gesagt, je genauer du schreibst, desto besser, denn so sicherst du dich ab, falls irgendetwas schief läuft oder sie das an irgendeine andere E-Mail überwiesen haben oder irgendwelche anderen Problemchen da vorgekommen sind. Genau, so haben wir das umgeschrieben und hier, wie du siehst, habe ich auch wieder Partizipien benutzt. Das ist typisch Schriftsprache, damit wir keine Nebensätze benutzen müssen. Also das von mir zum Einzug der Miete erteilte Lastschriftmandat. Das ist wirklich ein sehr hohes Niveau und klingt auch sehr offiziell. Gehen wir weiter. Bestätigen Sie bitte schriftlich den Erhalt dieses Kündigungsschreibens und geben Sie mir einen Termin zur Übergabe der Wohnung. Ja, das ist wieder ein Satz, der okay ist. Allerdings wirkt er für meine Ohren ein bisschen zu auffordernd. Warum? Weil wir den quasi mit einer Aufforderung beginnen. Bestätigen Sie, geben Sie mir. Das ist eine Aufforderung im Imperativ. Und dadurch wirkt der Satz nicht ganz so günstig, finde ich. Deswegen ist es empfehlenswert, hier wieder einen Konnektor zu benutzen, um das zu relativieren. Und auch das Verb jemanden um etwas bitten. Denn eine Bitte ist keine Aufforderung. Das ist eine Bitte. Klingt also deutlich freundlicher. Ich habe es also so umgeschrieben. Und zwar, somit bitte ich Sie, diese Kündigung schriftlich zu bestätigen und mir den Übergabetermin bekannt zu geben. Oder zum Beispiel mir einen Übergabetermin vorzuschlagen. Das kann man auch machen. Dann gibt man ein bisschen mehr Spielraum. Ja, was habe ich hier getan? Ich habe einfach den Konnektor somit verwendet und das Verb jemanden um etwas bitten. Und dann klingt der Satz schon ganz anders. Ich habe hier auch das Nomen der Übergabetermin. Im Ursprungssatz hattest du der Termin zur Übergabe. Geht beides. Kann man beides verwenden. Ich mag einfach zusammengesetzte Wörter. Der nächste Satz hier lautet, wenn in der Zwischenzeit neue Interessenten die Wohnung besichtigen möchten, geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Dieser Satz ist wieder vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben neue Interessenten, möchten die Wohnung besichtigen. Das ist okay. Allerdings verrate ich dir jetzt was. Im offiziellen Stil oder generell so im Schreibstil im Deutschen verwendet man gerne den sogenannten Nominalstil. Was bedeutet das? Nominalstil, also mit Nomen verbunden. Das bedeutet, dass wir gerne Nomen, also Substantive, verwenden anstelle von Verben. Zumindest wenn es geht. Ja, zum Beispiel hier. Besichtigen, Besichtigung, beziehungsweise Besichtigungstermine zum Beispiel. Also man kann das umschreiben. Und dann hast du hier, geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Ist auch okay.
Insbesondere, wenn man das sagen würde. Bescheid geben ist so ein bisschen typisch, würde ich sagen, für diese mündliche Kommunikation. Gib mir bitte Bescheid, wenn du fertig bist. Oder sag Bescheid, wenn ich für dich was tun kann. Also das ist so typisch mündliche Kommunikation. Im Schriftlichen würde ich eher etwas anderes verwenden. Und zwar habe ich den Satz folgendermaßen umgeschrieben. Falls in der Zwischenzeit Besichtigungstermine von Interessenten geplant sind, informieren Sie mich bitte rechtzeitig vorher. Informieren Sie mich bitte. Das klingt einfach deutlich offizieller als einfach Bescheid geben. Ja? Und dann habe ich tatsächlich Besichtigungstermine. Also haben wir den Nominalstil verwendet, ein Nomen anstelle von einem Verb benutzt. Also besichtigen, Besichtigung, Besichtigungstermine. Und dann gibst du einfach deine neue Adresse bekannt. Du schreibst, meine neue Adresse ist. Das ist auch vollkommen okay. Aber im offiziellen Kontext benutzen wir häufig anstelle vom Wort Adresse das Wort Anschrift. Also meine neue Anschrift kann man auch sagen. Und ist bzw. das Verb sein ist so ein blasses Verb, genauso wie machen, tun, haben. Diese Verben versuchen wir im Schriftlichen, also im Schreibstil, zu vermeiden. Deswegen wäre vielleicht empfehlenswert, das Verb lauten zu benutzen. Also meine neue Anschrift lautet Doppelpunkt und dann die Anschrift selbst. Und dann schreibst du, schicken Sie bitte die Nebenkostenabrechnung an die oben genannte Adresse. Ja, was ist eine Nebenkostenabrechnung? Das weißt du wahrscheinlich, ne? Das ist sozusagen diese Übersicht, wie viel Wasser, wie viel Heizung man verbraucht hat im Jahr davor und ob quasi die Vorauszahlung, die man geleistet hat, gereicht hat oder nicht, beziehungsweise man etwas nachzahlen muss. Das bekommt man meistens Ende des Jahres. Genau. Und deswegen sagt man ja, schicken Sie mir das an die neue Adresse, wenn man dann quasi in dieser Wohnung nicht mehr lebt. Ja, das muss man unbedingt. Und hier beginnt man den Satz wieder mit einer Aufforderung. Also schicken Sie. Das ist eine Aufforderung, der Imperativ. Und wie gesagt, das ist in solchen Schreiben nicht unbedingt schön, würde ich sagen. Also klingt auffordernd, klingt vielleicht sogar ein bisschen unhöflich oder unfreundlich. Deswegen, wie gesagt, ist es empfehlenswert, das zu relativieren. Zum Beispiel den Satz mit einem Konnektor zu beginnen oder mit einem anderen Satzteil einfach oder das Verb bitten wieder zu verwenden, damit man das ein bisschen weicher schreibt, also relativiert. Ich habe mir folgende Variante überlegt. An diese Adresse ist somit die Nebenkostenabrechnung zuzusenden. An diese Adresse habe ich damit begonnen, ne, damit ich keine Aufforderung in dem Sinne schreiben muss. Und dann habe ich eine Infinitivkonstruktion benutzt. Also sein plus Infinitiv hat in solchen Fällen genau diese Bedeutung müssen. Also Sie müssen quasi das an diese Adresse schicken. Ja, und dann klingt der Satz, finde ich, schon ganz anders. Und der letzte Satz lautet, die Kaution überweisen Sie bitte an das Konto, von dem die Miete abgezogen wird. Das ist wieder ein schöner Satz, also nichts Besonderes. Allerdings würde ich das wieder ein bisschen relativieren. Wir haben hier wieder den Imperativ benutzt. Also überweisen Sie. Klar, man hat das hier so relativiert, indem man bitte verwendet hat und auch den Satz nicht mit diesem Verb angefangen hat. Deswegen kann man das so lassen. Ich würde es aber trotzdem ein bisschen umschreiben. Und zwar wieder mit einer Infinitivkonstruktion. Wie gesagt, das ist sehr, sehr günstig und auch typisch für diesen Schreibstil, für den offiziellen Kontext auch. Also, und was ich noch machen würde, ist auf jeden Fall wieder Partizipien zu benutzen. Na, also auf jeden Fall das Partizip 1, das ist typisch Schriftsprache. Denn wenn man so schreibt, die Kaution überweisen Sie an das Konto sowieso, dann heißt es ja sofort.
Aber die Kaution bekommt man erst danach, ne, wenn man ausgezogen hat, wenn alles gut ist, wenn die Wohnung geprüft wurde. Und deswegen kann man das folgendermaßen schreiben. Die nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzuzahlende Kaution ist auf folgendes Konto zu überweisen. Also was haben wir hier gemacht? Wir haben nochmal deutlich gemacht, die nach Beendigung des Mietverhältnisses zu zahlende Kaution. Du machst deutlich, du erwartest das natürlich nicht jetzt und das ist keine Aufforderung, sondern danach. Und hier haben wir, wie gesagt, deswegen das Partizip 1 benutzt, zu zahlende. Ne? Ja, und dann eine Infinitivkonstruktion ist zu überweisen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Kontodaten, also IBAN und BIC und Kontoinhaber. Ich finde, das ist auch sehr, sehr gut, wenn du möglichst genau schreibst. Wie gesagt, in solchen Schreiben sollte man sich absichern, falls etwas schief läuft, dass man alles geschrieben hat, dass alles schick ist. Ja, deswegen am besten nochmal das Konto beschreiben bzw. seine Daten da hinterlassen. Und dann einfach mit freundlichen Grüßen, Lehrer Deutsch. Und jetzt kannst du das Ergebnis mit dem Ursprungstext vergleichen. Hiermit kündige ich das mit Ihnen bestehende Mietverhältnis für die Wohnung in der Lehrerstraße 22 15157 Lehrerhausen unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zum 31.08.22. Nunmehr setze ich Sie über den Grund meiner Kündigung in Kenntnis. Auf die von mir eingereichten Beschwerden bezüglich des sich stetig weiter ausbreitenden Schimmels ist ihrerseits bisher keinerlei Reaktion erfolgt. Der Vermieter ist dazu verpflichtet, solche Schäden zu beheben, da sie ein unmittelbares Risiko für die Gesundheit der Mieter darstellen. Darüber hinaus ziehe ich das von mir zum Einzug der Miete erteilte Lastschriftmandat vom Konto mit der IBAN.de zum Ende des Mietverhältnisses zurück. Somit bitte ich Sie, diese Kündigung schriftlich zu bestätigen und mir den Übergabetermin bekannt zu geben. Falls in der Zwischenzeit Besichtigungstermine von Interessenten geplant sind, informieren Sie mich bitte rechtzeitig vorher. Meine neue Anschrift lautet Lehrerstraße 18 15158, Lehrerhausen. An diese Adresse ist somit auch die Nebenkostenabrechnung zuzusenden. Die nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzuzahlende Kaution ist auf folgendes Konto zu überweisen. Mit freundlichen Grüßen, Lehrer Deutsch. So, ihr Lieben, wir sind schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe wie immer, dass das Ganze hilfreich war. Diese Tipps, die ich heute gegeben habe in Bezug auf das Schreiben von formellen Briefen oder E-Mails teilweise auch, die kann man natürlich nicht nur in Bezug auf eine Kündigung verwenden. Ja? Man kann sie auch generell im offiziellen Kontext immer im Hinterkopf behalten und immer daran denken, ja, es ist schöner, zum Beispiel den Satz nicht mit dem Subjekt oder mit Ich anzufangen. Es ist schöner, die Sätze nicht mit einer Aufforderung zu beginnen. Wir sollten unbedingt Konnektoren verwenden, den Nominalstil nicht vernachlässigen. Wir sollten auch mit Infinitivkonstruktionen gut umgehen können. Wir sollten nicht vergessen, dass man am besten auch keine umgangssprachlichen Wörter oder Verben verwenden sollte und so weiter und so fort. Also das sollte man natürlich sich sehr gut merken. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich würde mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich einen Kommentar freuen. Welche Videos wünschst du dir noch? Also ich habe dich schon länger, glaube ich, nicht gefragt und ich würde mich über ein paar Ideen sehr freuen. Also ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!